Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwochmorgen. Und ich habe doch gerade mal hier auf die Motte groß drauf gehalten. Aber dieser Hund ist einfach, sobald der sieht, es wird eine Kamera auf ihn gerichtet, latscht der sofort aus dem Bild. Es ist so, so schwer. Die Leute fragen mich, wieso gibt es so viele Fotos vom Rudi und so wenig Fotos von der Motte, weil die das, glaube ich, einfach nicht leiden kann. Ich glaube, die Motte möchte nicht ins Fernsehen. Das Thema des heutigen Mittwochsvideos habe ich gewählt, das Lesen des Hundes. Ich glaube, dass das ein riesen Thema für die Hundehalter sind, und das ist ja auch logisch, denn je besser ich meinen Hund lesen kann, desto besser kann ich agieren und reagieren im Umgang mit ihm. Und ich stelle immer wieder fest, beim Seminar Führungswechsel zum Beispiel, wo wir ja die Hunde der Teilnehmer mit den Hunden unseres Teams zusammenführen, oder auch beim Seminar Rudelharmonie, wo es um die Interaktion der Rudelmitglieder geht, stelle ich immer wieder fest, dass Hundehalter, die noch kein geübtes Auge haben, wirklich Schwierigkeiten haben, den Hund in seiner Gesamtheit zu erfassen. Ja, das heißt wirklich, auf den ganzen Hund drauf zu schauen und die jeweiligen Signale, die der Körper des Hundes sendet, dann zu erfassen, zu analysieren und vor allen Dingen dann auch zu interpretieren. Und ich habe mir angewöhnt auf dem Seminar, dass ich den Leuten sage, beobachtet doch mal nur ein Körperteil des Hundes. Also zum Beispiel beobachtet mal nur die Ohren. Nur was machen die Ohren beim Anblick eines Artgenossen oder beim Wahrnehmen eines Außenreizes? Was machen denn die Ohren des Hundes? Wie bewegen die sich? Bewegen die sich überhaupt? Sind die aufgestellt oder angelegt? Wie verändert sich das, je nachdem, wie nah der Außenreiz kommt? Also es ist jetzt gerade wirklich blöd. Jetzt seht ihr nur unsere Liege und da hinten legt sie sich hin. Guck mal, ob ich sie trotzdem gefilmt kriege. Steht bestimmt gleich wieder auf, wie ich sie kenne. Und beobachtet mal nur die Rute des Hundes. Ja, wo ist die? Hängt die Richtung Boden? Geht die eher so Richtung Körpermitte? Ist die über dem Rücken? Bewegt sich die Rute oder steht sie starr? Ja, das habe ich mir angewöhnt, den Leuten zu sagen, guck erst nur auf bestimmte Körperteile des Hundes, bevor du anfängst, den Hund in seiner Gesamtheit, also die Gesamtheit der Körpersprache wirklich zu erfassen. Und ich stelle immer wieder fest, vielleicht haben einige von euch das Video im Internet gesehen, das mal kursierte, und zwar war das ein Diensthund mit seinem Diensthundeführer und einem Reporter. Und der hat ein Interview gemacht, ist dabei dem Hund immer näher gekommen, und dieser Hund war stocksteif. Also das hat man selbst auf einem verschwommenen Video gesehen, stocksteif. Selbst, also da haben schon vor lauter Anspannung die Ohrspitzen vibriert, und es war relativ klar, dass er not amused war, dass dieser Mensch so nah bei ihm saß. Und gut, der Diensthundeführer hat nicht eingegriffen, hat es vielleicht auch nicht gesehen, weil eine Kamera auf ihn gerichtet war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam es, wie es kommen musste. Dieser Schäferhund hat diesen Reporter ins Gesicht gebissen. Ja. Und dann wurden hinterher sehr viele Analysen der Körpersprache gemacht, wo man sich auch gefragt hat, Mensch, warum haben die das eigentlich nicht gemerkt, was da los ist? Ja.
Und da hätte es gereicht, wenn man den Gesichtsausdruck des Hundes, also nur den ganzen Kopfbereich im Auge behalten hätte. Und dann hätte man schon die Anspannung eben in dem Hund gemerkt. Aber es geht gar nicht nur um diese Situation, also um gefährliche Situationen, sondern für mich zum Beispiel, wenn ich mit meinen Hunden unterwegs bin, ist es so hilfreich zu wissen, welche Körpersprache auf was hindeutet. Dazu beobachte ich sie natürlich auch, seit sie klein sind. Und beim Rudi ist zum Beispiel so, wenn wir jetzt an den Feldern entlang laufen und der fängt so an zu trippeln, wie so ein Zirkuspferd, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, weiß ich genau, da steht Wild. Also in der Regel ist das ein Reh, weil der trippelt dann so ganz aufgeregt. Und das ist super, dass er das macht, weil daran ich erstens sehe ich daran, was da ist. Und zweitens habe ich natürlich dadurch, dass er das zeigt, Zeit, ihm zu sagen, wie er sich jetzt weiter zu verhalten hat. Also zu mir zu kommen oder sich ins Platz zu legen oder whatever, ja. Oder wenn, wenn irgendwo eine Katze ist zum Beispiel, dann wird der ganz langsam und fängt an zu schleichen. Also hat eine völlig andere Körpersprache, als wenn da ein Reh ist oder wenn uns frontal zum Beispiel ein Mensch entgegenkommt, den ich gar nicht sehe. Dann steht er mitten auf dem Weg, der ganze Fokus, das Gesicht, die Ohren sind alle auf den Außenreiz gerichtet, ja, also dass ich an dieser Art und Weise, wie er da steht, schon sehe, aha, da kommt ein Mensch, ja. Oder wenn uns ein Mensch eben mit einem Hund begegnet, den ich auch noch nicht gesehen habe, sehe ich das auch daran, dass das Tempo verlangsamt, eine ähnliche Körpersprache hat wie beim Menschen, nur mit dem Unterschied, dass er dann noch seine Rute hochnimmt und er sich präsentiert. Und ich persönlich finde das einfach total hilfreich. Sorry, dass ich so wackel. Ich probiere noch mal ein bisschen weiter wegzugehen. Ich persönlich finde das halt total hilfreich, meinen Hund lesen zu können und zu wissen, welche Körpersprache bedeutet was. Das Mottentier hat ein Hüngerchen. Das wird jetzt gleich gefüttert. Das war das Geräusch. Das ist ein typisches Motte, ich habe Hungergeräusch. Genau, also ich finde es einfach eine total sinnvolle Sache. Und ich stelle einfach immer wieder fest, dass die Hundeführer ihre Hunde zu wenig lesen können in ihrer gesamten Körpersprache. Deswegen gebe ich euch mal die Hausaufgabe. Achtet doch mal nur auf bestimmte Teilbereiche des Körpers eures Hundes bei Außenreizen, Ohren, Kopfbereich, Blick oder eben Rute, hinterer Bereich, Rute wo, Rute in Bewegung, Rute nicht in Bewegung. Und je genauer ihr das alles beschreiben und auch richtig interpretieren könnt, umso leichter, das kann ich euch versprechen, wird die Führung eures Hundes für euch dann irgendwann werden. Und wenn ihr es nicht alleine auf die Reihe kriegt, dann kommt ihr halt zu uns aufs Seminar und dann helfen wir euch ein bisschen beim Lesen eures Hundes. Also schreibt mir in die Kommentare rein, wo fällt es dir ganz leicht, deinen Hund zu lesen? Wo ist es so, weil ich bin ganz sicher, dass jeder sowas hat, wo er sagt, ah, ich weiß ganz genau, wenn er so und so aussieht, dann macht er gleich als nächstes das und das. Und wo ist es für dich total schwierig, weil es vielleicht viel, viel zu schnell geht, wirklich genau zu sagen, was bedeutet denn das, was er jetzt gerade ausdrückt, was wird er als nächstes tun? Also zwei Aufgaben. Erstens, wo ist es für dich ganz klar? Und zweite Aufgabe, wo ist es für dich nicht so klar? In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Ich entschuldige mich für das unglaubliche Wackelvideo. Ich weiß auch nicht, warum das so wackelt die ganze Zeit. Ich versuche es ganz ruhig zu halten. Wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Guckt mal hier bei mir auf der Seite. Ich habe oben hier auf der Seite Hundeteamschule Anita Balsam die letzten freien Plätze für Seminare dieses Jahr. Es ist ein bisschen was frei geworden durch Corona und jetzt doch Leute in Urlaub und so weiter. Also schaut mal rein, meldet euch an, sodass wir uns vielleicht dieses Jahr noch kennenlernen können oder, falls wir uns schon kennen, dieses Jahr wiedersehen. In diesem Sinne, ihr Lieben, wunderschönen Mittwoch. Bis nächste Woche.